Hallo, mein Name ist Stefan Fürstner, ich bin Spieler von der Spielverein Greuther Fürth und möchte euch heute einfach mal ein bisschen was über meine Stiftung erzählen. Angefangen hat alles, als ich 2006 mit dem FC Bayern nach Indien gereist bin, dort ein Haus für Waisenkinder besucht habe. Bei diesem Besuch nahm ich ein Kind an die Hand, führte mich in sein Zimmer und nichts ahnend hing ein Poster von mir an der Wand. Mir hat es einfach auch umgehauen, dass ein Kind so weit weg auch ein Auge darauf hat, was wir in Deutschland machen. Das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich einfach gesagt habe, ich muss etwas zurückgeben, weil ich denke, als Fußballprofi hat man auch einfach das Privileg, auch schöne Seiten im Leben kennenzulernen, wenig Probleme zu haben. Und dann habe ich mich beschlossen, mit Freunden und Familie vor einigen Jahren eine Stiftung zu gründen, um einfach auf diese Weise auch etwas zurückzugeben an die Gesellschaft, und habe die Stefan-Fürstner-Stiftung ins Leben gerufen. Diese Stiftung unterstützt die Elterninitiative für krebskranke Kinder. Dieses ist eine Einrichtung in Nürnberg, ein Elternhaus für betroffene Kinder. Und man sollte dazu sagen, dass diese Einrichtung nur von Spendengeldern auch ins Leben gerufen wurde. Deswegen sind wir auf Leute wie Sie und mich auch angewiesen. Da probiere ich einfach meinen Teil dazu beizutragen, um Ausflüge, Materialien, Spielsachen für die Kinder auch bereitzustellen. Und ich merke auch einfach, wie die Resonanz ist, dass mich das auch ein Stück weit erfüllt und dass man auch einfach in der Gesellschaft enger zusammenrücken muss, um einfach auch Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und das war mein Hauptaugenmerk, damit ich meine Stiftung gegründet habe.